Heute ist ein sehr aufregender Tag, weil heute erscheint die Anchor-Doku nämlich zweimal, einmal auf join.de auf Deutsch und einmal auf YouTube for the international audience in Englisch. Das Reeperbahn-Festival, das größte Clubfestival Europas, Zentrum der internationalen Musikwelt. Ich freue mich sehr darauf, das war eine extrem coole Erfahrung. Ich habe viele ganz, ganz großartige kreative Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und durfte einem Format, das ich so vorher noch nicht gemacht habe, meine ganz persönliche Note verleihen und drum freue mich schon so ein bisschen. Mein Name ist Conchita Wurst bzw. Tom Neuwirth. Ich habe schon einige musikalische Shows moderieren dürfen und das ist, glaube ich, auch eine meiner größten Passions. Der Unterschied zu dieser Doku ist, wie es der Name schon sagt, das eine waren Shows, also im Fernsehen gestaged, ein Drehablauf, man musste dort zu diesem Zeitpunkt sein. Und bei einer Dokumentation ist es eigentlich total frei gewesen. Ich habe wirklich total freie Hand gehabt, ich konnte sagen oder fragen, was ich wollte. Der Rahmen war gesteckt, aber mehr oder weniger sonst haben wir es laufen gelassen. Und das ist schon, das liegt mir, also es liegt mir das andere auch, aber das ist halt echt lustig, wenn du einfach eigentlich tun kannst, was du möchtest. Im Zuge dieser Doku habe ich mich ziemlich intensiv mit den KünstlerInnen auseinandergesetzt, weil es nochmal im direkten Vergleich zu einer Fernsehshow auch erforderlich ist. In einer Fernsehshow hast du quasi deinen Text, du leitest du durch den Abend oder was auch immer die spezifische Aufgabe ist. Und wenn du eben KünstlerInnen begleitest, dann musst du ein bisschen Fleisch haben, du musst die Leute ja kennen, um ein natürliches Gespräch führen zu können. Und das tue ich am allerliebsten und deswegen habe ich mich vorbereitet. Alle KünstlerInnen, die da bei der Doku zu sehen sind, die auf der Bühne waren, die performt haben, die kannten mich. Wo es der Sache extrem dienlich war. Weil ich war schon nervös. Ich meine, teilweise, weißt du, das sind einfach, ich meine, Yard-Act, PVA, die sind alle so, weißt du, ich meine, alle sind extrem cool, aber die sind also richtig cool. Aber dass die dann irgendwie schon mir so diese Vorschusslorbeeren vorgeschossen haben, das war sehr hilfreich. Weil da war ich auch extrem entspannt und dann konntest du mit denen halt einfach reden von mir noch kreative Persönlichkeit zu anderen kreativen Persönlichkeiten. Der Anchor Award ist deswegen so besonders, weil es ein Newcomer-Preis ist. Das heißt, da werden echt Karrieren gelauncht und alle Menschen, die irgendwie in einem kreativen Beruf arbeiten, kennen das. Man muss sich natürlich irgendwann einmal die Skills aufbauen, aber dann gibt es einen Punkt, wo man dann auch schon mal ein bisschen Hilfe von außen braucht und das hatten wir alle in irgendeiner Hinsicht. Und der Anchor Award ist ein Punkt, den man erreichen kann, wo man dann Menschen kennenlernt, die eben in größeren Produktionen arbeiten, Instrumentalistinnen kennenlernt, nicht zuletzt auch mit Medien arbeitet, um dann den eigenen kreativen Output einer größeren Gruppe Menschen vorstellen zu können. Die Jury war star-studded, wie man sagt, ja, stars only, allen vorweg immer Emily Sondé. Die mir jetzt wahrscheinlich am bekanntesten, gut, Yvonne Katterfeld kenne ich natürlich auch. Und Emily Sondé ist halt, wie soll ich sagen, hat Europa-Hits geschrieben, wenn nicht sogar Welt-Hits, das weiß ich jetzt gar nicht. Da war ich natürlich schon sehr excited und habe mich extrem gefreut, sie kennenzulernen. Ich habe mich über alle natürlich gefreut. Ich war auch das Bindeglied zwischen diesen Parteien. Und emotional habe ich mich auch irgendwie so gesehen zwischen, okay, ich habe schon ein bisschen mehr gemacht, was die KünstlerInnen auf der Bühne gemacht haben, aber noch lange nicht das, was einige der Jury-Mitglieder gemacht haben. Somit war ich da irgendwie in diesem Ding von, ich kann von allen was lernen, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich konnte dann das, was die Jurorinnen gesagt haben, vielleicht auch noch ein bisschen anders kommunizieren. Ich finde, ich war genau in der richtigen Position, dazwischen JurorInnen und KünstlerInnen irgendwie zu interagieren. Weil für das, dass ich in der Jury sitze, habe ich meines Erachtens ein bisschen zu wenig vorzuweisen. Nur wenn es darum geht, irgendwie, ich habe den Preis gewonnen, ich habe das gemacht und ich habe das, was ist jetzt irgendwie eh komisch. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das belegen, was ich leiste. Ich glaube schon, dass ich auch als Jurymitglied etwas hätte beitragen können, aber die waren natürlich viel qualifizierter, weil sie auch mehr Lebenserfahrung haben und nicht zuletzt auch mehr Bühnenerfahrung haben, weil ich bin ja dann nicht so der Live-Musiker. Ich war mega nervös, als ich die Juroren das erste Mal, Jurorinnen das erste Mal getroffen habe. Und zum Glück kennt mein System dann eh nur Totalausfall und dann bin ich halt, wie ich bin. Das heißt, diese Selbstkonfidenz überspielt meine Nervosität einfach zu 100% und das hat relativ gut funktioniert. Ich habe sie ein paar Mal zum Lachen gebracht und dann war der Drops eigentlich gelutscht. Aber auch da, ich habe mich natürlich auch mit denen auseinandergesetzt, weil nicht alle kannte ich, muss ich auch ehrlich gestehen. Ich tue mir schon manchmal schwer, dann alle Fakten irgendwie richtig einzusortieren, weil du lernst dann so viele Menschen frisch kennen
Und wenn du der Host bist zu einer Show, dann solltest du dich halt wirklich auskennen. Also das ist echt gut ausgegangen. Wobei ich dann natürlich schon ein bisschen Hilfe hatte dann auch. Ich muss schon sagen, ich war froh, dass ich keine Position inne hatte, die irgendwelche Entscheidungen treffen kann, weil ja natürlich war ich voreingenommen. Weil Oscar kannte ich, Lin-Ling kannte ich, also zumindest online. Und dann hat man schon so ein bisschen sehr die Favoritinnen rausgepickt, ohne wirklich zu wissen, was die anderen machen. Und dann schaust du dir alle an und dann denkst du so, oh wow. Also das hat schon auch wirklich echt einen Grund, warum die da alle auf der Bühne stehen. Und das wurde echt gut recherchiert. Und da hat man wirklich eine geballte Ladung an Talent anschauen können. Ich liebe das ja total, dass wenn ich in eine Situation komme, wo alles irgendwie neu ist und dann trifft man alte Bekannte, wenn dann die Oscar und die Florence irgendwie schreiend zu mir laufen und mich umarmen, das ist natürlich schon ein sehr nettes Gefühl. Nicht zuletzt da, weil ich mir dann auch halt ein bisschen qualifizierter vorkomme. War sehr nett. Ja, es ist schon nett, wenn man Freunde trifft beim Arbeiten. Wir sind ja immer noch in der Pandemie und da gibt es Hygienemaßnahmen, Vorschriften, die zu befolgen sind und das ist natürlich alles akribisch eingehalten worden, weil sonst könnte man so Event ja auch gar nicht auf die Beine stellen dieser Tage. Somit, ja, es war aber echt auch auszuhalten, finde ich. Während der Produktion, ja, natürlich haben wir gewünscht, dass die Oscar oder die Florence gewinnt, einfach nur allein deswegen, weil wir uns halt kennen und weil sie super gut sind, also meine Güte. Ich darf das reduzieren. Ich bin halt auch wie so eine Katze mit so einem Wollknäuel. Also meine Aufmerksamkeit, sobald es einen neuen Wollknäuel gibt, bin ich halt da total fasziniert. Und so war das bei den Persönlichkeiten, die da auf der Bühne waren, genauso. Also jede Band oder jede Künstlerin oder jeden Künstler, den ich mir dann auscheckt habe, war halt dann in dem Moment it. Ich war schon ein bisschen nervös, immer wenn ich dann jemanden begrüßen musste, weil ich ja nicht wusste, wie reagieren die jetzt. Ich habe von den Performances schon gut was mitbekommen, jetzt nicht die Gesamtlänge, weil ich bin dort ja nicht nur, also eigentlich gar nicht dazu da, dass ich mir die Performances anschaue, sondern dass ich halt irgendwie Backstage und rundherum irgendwie ein bisschen abdecke. Ich bin ja extrem respektvoll und vorsichtig, wenn es darum geht, Menschen in ihrem kreativen Flow irgendwie unterbrechen zu müssen. Wenn es irgendwie kurz um Sage geht und Emotionen einfangen, das verstehe ich total. Wenn man hinter der Kamera steht, braucht man dieses Material, um eben genau diese Emotionen transportieren zu können. Ich selber als jemand, der auf der Bühne steht, Alter, red mich nicht an. Kurz bevor ich auf die Bühne gehe, ich habe keine Zeit für dich und auch keinen Willen, mit irgendjemandem zu sprechen. Ich glaube, wir haben sie eh weitestgehend in Ruhe gelassen. Ich glaube, das Einzige, wo wir sie irgendwie gestört haben, war, dass wir sie beim Aufgang auf der Bühne irgendwie noch gefilmt haben, was ich persönlich auch hasse, aber wenn man länger dabei ist, dann kann man auch sagen, dass man das nicht möchte. Wenn man Newcomer ist, dann muss man alles mitmachen. Hamburg und ich, wir kennen uns schon relativ, wir haben uns oft gesehen, kennen uns gar nicht. Das ist so irgendwie die Geschichte, die mich zu dieser Stadt verbindet und ich war noch nie auf der Reeperbahn und man fragt sich das Erste, was man tut, wenn man irgendwie in Hamburg ist, dann geht man auf die Reeperbahn, weil das muss man einfach gesehen haben und liegen für den anderen Dinge natürlich. Und das habe ich halt nie geschafft und dann muss das Reeperbahn-Festival kommen, dass ich überhaupt einmal dort eintauchen kann. Und es war einfach sensationell. Es war einfach extrem lustig. Die ganze Produktion war so easy peasy und trotzdem so fokussiert. Und wir haben echt, also ich für meinen Teil, ich habe schon gut was mitnehmen können von der Atmosphäre, die dort herrschte. Und dann gerade auch nach der Awardshow ein bisschen auszugehen. Ein bisschen schauen, was ist. Ich war, glaube ich, noch nie auf eine Show so gut vorbereitet, so umfangreich vorbereitet und auch so entspannt. Weil zuerst die Tage damit zu verbringen, eben die KünstlerInnen zu begleiten und mit ihnen zu quatschen, sie kennenzulernen. Und dann der Build-up zu diesem Moment, wo dann die Awardshow stattfinden wird. Also es war dann eigentlich total smooth. Hartnett ist sowieso, die ist halt einfach ein Vollprofi. Also da, die ist so geil, weil die hat irgendwie ihre Karten und she couldn't care less. Die führt so natürliche Gespräche, wo ich bei mir manchmal schon merke, das ist nur was, irgendwie, da muss ich nur irgendwie have to ease in. Aber es war extrem cool, mit ihr zu arbeiten und sie ist einfach Zucker, Zucker, Zucker.
Und dann war ich oben mit Shari. Ja, die macht extrem coole Sachen und hat das auch höchst professionell irgendwie alles immer abgearbeitet, beziehungsweise hat auch, mir taugt es also, wenn man so eine eigene Meinung hat bei einer Produktion, dass man einfach sagt, okay, ich verstehe das, das funktioniert aber so nicht für mich, weil das, das und das. Und das ist einfach so ein kreativer Austausch und das war die ganze Zeit irgendwie ein kreativer Austausch. Und das war bei dieser Awardshow eben nicht anders. Und dann habe ich echt einen glücklichen Part gehabt, weil ich habe wirklich nicht, was habe ich großartig machen müssen, die Acts irgendwie anmoderieren und dann habe ich halt nur irgendeinen Blödsinn geredet, der mir eingefallen ist und das ist zum Glück gut angekommen, dann ist ja schon bim bam bum, dann... Genau, dann hatte ich mit dem Edo den Bodymorphia-Auftritt und Bodymorphia wurde geschrieben für den Friedrichstadtpalast. Dass diese Nummer rausgekommen ist, war so eigentlich auch nicht gedacht, aber it happened und it's very cute. I won't give you time to approve over me, 'cause you don't know the world. Das war schon ein bisschen so, wo man denkt, jo, jetzt waren die alle auf der Bühne und die sind halt richtig gut. Es sind halt echt Menschen, die Musik atmen. Und ich liebe Musik, aber bei mir ist halt Musik ein Teil von einem riesengroßen Katalog an Dingen, die ich liebe. Weißt du, wenn man für ein bisschen kann, kann man nichts richtig. Und... Und dann habe ich halt, genau, meine Performance abgeliefert, die war eh ganz okay. Aber es war natürlich schon nervenaufreibend, vor Menschen zu singen, wo ich mir halt einfach denke, ja, okay, da bin ich halt einfach nicht. And I'm cool with it. Ich habe das Reeperbahn-Festival, das bisschen, was ich mitbekommen habe, sehr genossen. Ich hatte keine Zeit, zu irgendwelchen Konzerten zu gehen. Das war irgendwie ein bisschen schade, wobei da habe ich eh aufgrund von Corona-Restrictions wurden da ja, glaube ich, auch viele Wünsche unerfüllt, wenn es darum ging, dass man sich Menschen anschauen wollte. Um darauf zurückzukommen, wie es mir gefallen hat, mir hat es sehr gut gefallen. Ja, ich mag das voll. Also was der Aftershow-Part ist, das ist ja mein Sweet Spot. Ich finde alles andere ist super, super lustig, aber Aftershow-Party, this is where it's at. Und mir geht es nicht ums Feiern, aber ich finde, da ist halt der Druck weg und dann kannst du mit allen reden, als wären wir einfach nur Menschen und nicht, ich hoste das, ich performe das, ich muss die Kamera machen und ich den Ton. Und das ist irgendwie total nett. Ich bin halt am Ende des Tages bin halt einfach ein Wirt. Ich bin sehr professionell, wenn es darum geht zu arbeiten, aber wenn es ums Feiern geht, dann mache ich das auch ordentlich. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo eine wahnsinnige Bewegung stattfindet in alle möglichen Richtungen. Aber ich konzentriere mich natürlich auf die meines Erachtens positive Entwicklung, wenn es darum geht, die Diversität zu zeigen. Gerade was auch People of Color anbelangt. Ich glaube, da ist echt irgendwie viel passiert in den letzten anderthalb Jahren. Ein globales Verständnis, das vielleicht in Europa oder ich würde es mal sagen, in Europa vielleicht noch nicht so vorherrschend war, wie es jetzt ist. Und darum finde ich das natürlich mega, dass in solchen Line-Ups alles geachtet wird und allen Persönlichkeiten einfach auch genau, gleich viel wichtiger Raum gegeben wird. Das Ergebnis. Meine Lieben, wenn ihr euch jetzt die Anchor Award Doku anschauen möchtet, dann könnt ihr das tun, nämlich auf join.de bzw. auf YouTube. Den Link findet ihr da unten in der Description Box. For the international audience, the viewers. If you want to see the Anchor Award documentary, you can go to YouTube and you will find it there. Or you can go to join.de and watch it in German and partially English. The link is in the description box below. Beneath, underneath, down there.